Hallo liebe Leute und herzlich willkommen in Heikes Landhausgarten. Es ist wieder soweit. Es ist Sonntag und es ist Zeit für Heikes Landhausgarten Video. Heute ist Sonntag, der 14. August. 14 Tage richtig heißes Wetter mit Temperaturen um die 30 Grad. Die liegen jetzt mal hinter uns. Kein Regen. Unsere Wiese sieht aus wie eine Wüstensteppe, denn der Maulwurf, der hat hier ganz doll gearbeitet. Das werdet ihr in einem der nächsten Gartenrundgänge mal sehen. Ja, aber auch 14 Tage YouTube-Pause. YouTube-Urlaub aus Heikes Landhausgarten liegen hinter uns, ja. 14 Tage hatte ich mir jetzt ja so eine kleine Auszeit genommen. Das heißt, ich habe schon einiges da gemacht, Aufnahmen gemacht, wie ihr gleich sehen werdet, ne? Und ja, warum habe ich denn wohl 14 Tage Pause gemacht? Das erzähle ich euch jetzt mal. Wie ihr ja alle wisst, ist unser Hund Cindy im März leider von uns gegangen. Das war ganz, ganz traurig, ja, und ja, war schon doof, ne? Kennt jeder, der einen Hund verliert. Aber unsere Cindy, die wurde 14 Jahre jetzt. Und ja, die war auch krank und es ging einfach nicht mehr. Naja, dann waren wir jetzt mal 5 Monate so ohne Hund. Aber für uns stand schon fest, dass wir wieder hier bei uns auf dem Land einen Hund haben werden. Ja, und jetzt vor kurzem haben wir uns dann entschieden, uns einen kleinen Welpen anzuschaffen. Ja, wir sind dann letzte Woche, also Donnerstag, letzten Donnerstag vor 14 Tagen, sind wir dann zu einem kleinen Wurf gefahren mit 15 kleinen Welpen und dort haben wir uns einen Welpen ausgesucht und wie das alles so vonstatten ging, das zeige ich euch jetzt. Kommt doch bitte einfach mal mit. Als wir dort angekommen sind, wurden wir gleich von den beiden Hundeeltern herzlich begrüßt. Ja, und wir fanden die beiden so toll und klasse. Also das war schon so, ja, Sympathie auf den ersten Blick. Hier seht ihr die beiden einmal auf dem Bild. Sie kommen aber gleich auch noch in einem Video. Und der hintere Hund, das ist die Mutter. Das ist ein großer Schweizer Sennenhund. Und vorne der Vater, ein Appenzeller. Jetzt schauen wir uns einmal die Kleinen an. In dem Wurf sind 15 kleine Welpen. Ja, und die tummeln hier fröhlich so rum. Wir haben uns dann hier für dieses kleine Welpenmädchen entschieden. Ja, und wir werden sie am Samstag dann hier abholen. Seid schon mal gespannt. Das alles, das war dann ja Donnerstag, so vor 14 Tagen. Und am Freitag, also den Tag danach, haben wir dann die ganzen Besorgungen gemacht. Wir haben Futter für den kleinen Hund geholt, das gleiche Futter, was er auch bei dem Züchter bekommen hat. Ja, und dann haben wir eine Hundebox geholt und natürlich allerlei Spielzeug. Wir haben also sozusagen alles für den Hund vorbereitet. Gestern vor 14 Tagen sind wir dann mittags losgefahren, um den kleinen Welpen abzuholen. Sie hat sich dann hier noch einmal richtig von ihren Eltern verabschiedet. Die Autofahrt hat die Kleine sehr gut überstanden, aber es war auch nicht weit. Es waren ja nur 4 Kilometer, die wir fahren mussten. Und sie hat im Auto überhaupt nicht geweint. Sie hat ganz ruhig auf meinem Schoß gesessen und ja, hat das super gut mitgemacht. Ja, hier muss die kleine Anni jetzt ja erstmal alles beschnuppern und kennenlernen.
Sie macht das aber alles ganz, ganz toll. Sie hat sich hier super schnell eingelebt. Und jetzt wird erstmal eine ordentliche Runde geschlafen. So, liebe Leute, das war's. Das war das Sonntagsvideo aus Heikes Landhausgarten. Ich hoffe, das hat euch gefallen und unsere kleine Anni hat euch gefallen. Ja, und ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag. Ihr werdet die Anni in den nächsten Gartenvideos bestimmt immer mal wieder sehen, weil sie wird ja ganz viel hier im Garten sein und bei uns, wenn wir hier Gartenarbeiten machen. Also die wird euch jetzt die nächste Zeit schön, immer schön begleiten. Ja, heute ist es hier bei uns ein bisschen windig. Für euch wünsche ich auch einen schönen Tag und macht was Tolles. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder nächsten Sonntag in Heikes Landhausgarten-Video. Tschüss!